Meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich grüße ich Sie aus dem Westchor des Naumburger Doms. Seit Anfang Juli dieses Jahres steht hier im Kreise der weltberühmten Stifterfiguren das Retabel eines alten, von Lukas Cranach geschaffenen und zugleich neuen, von Michael Triegel gestalteten Marienaltars. Der Mittelteil dieses Retabels war in den Zeiten der Reformation aus antikatholischem Eifer heraus mutwillig zerstört worden. Er hatte eine Maria gezeigt, das war den Bilderstürmern von damals unerträglich. Jetzt, nach all der Zeit, steht das Retabel wieder an Ort und Stelle und die Blicke der Stifterfiguren gehen nicht länger ins Leere, sondern richten sich wieder auf das Zentrum ihres und unseres Glaubens, auf Jesus, den Christus, auf das neugeborene Kind in den Händen seiner Mutter Maria. Man kann fast spüren, wie Uta und Reglindis sich freuen, und mit ihnen freuen sich alle, die seit Anfang Juli schon hier waren, um diesen Altar zu bewundern. Auch Maria selbst freut sich, so sehr, dass ihre Seele den Herrn erhebt. So jedenfalls heißt es in ihrem Lobgesang aus dem Lukas-Evangelium. Maria freut sich, weil Gott große Dinge an ihr getan hat, weil Gott sie angesehen hat, weil er sie berührt hat, unerwartet und unverhofft. In den Augen derer, die zu wissen meinen, worauf es ankommt, ist Maria nicht mehr als eine geringe Magd. In den Augen derer, die auf dem Thron sitzen, ist sie ein Nichts. Aber dadurch, dass Gott sie angesehen hat, ist das nicht mehr wichtig. Weil Gott sie angesehen hat, werden sie selig preisen, alle Kindeskinder. Und dass Gott sie liebevoll ansieht, das ist übrigens auch der Grund dafür, dass Maria so schön ist. In ihrem Antlitz spiegelt sich der liebevolle Blick Gottes, der auf ihr liegt, so wie er sich spiegelt in all denen, die sich von der Botschaft dieses Retabels berühren lassen. Aus dem, was Maria erfahren hat, erwächst Hoffnung. Das Kind in den Händen Marias ist die unbändige Hoffnung des Christentums bis heute. Da ist auf einmal das Gefühl, dass Gott Dinge möglich machen kann, die eigentlich unmöglich sind. Da ist auf einmal das Gefühl, dass sich doch noch alles zum Guten wenden wird. Maria singt davon, Menschen werden zu ihrem Recht kommen, Hungrige werden satt werden, Gewalt wird ein Ende haben. Darauf hofft sie, inständig und allen Ernstes. Und nun könnte man natürlich sagen, wie unrealistisch, wie wirklichkeitsfern. Wie kann ein Mensch, noch dazu eine geringe Magd, ernsthaft hoffen, dass alles gut werden kann? Unser einer traut sich dieser Tage ja kaum mehr, die Tagesschau einzuschalten, weil jeder weiß, dass die Welt so ist, wie sie ist. Auch Maria weiß das. Und doch ist die junge Frau voller Hoffnung. Sie spürt, dass tief im Verborgenen Leben wächst, dass es immer wieder Zeichen der Hoffnung gibt gegen den Augenschein. Eine Geste der Verständigung, ein Ort der Zuflucht, ein Akt der Barmherzigkeit. Maria singt es uns zu. Zukunft gibt es dann, wenn keiner mehr missachtet wird, wenn keiner mehr hungern muss, wenn Frieden herrscht. Mag sein, dass einem das unrealistisch vorkommt, aber solange eine Seele so singen kann, solange ist auch noch Hoffnung in der Welt. Meine Damen und Herren, allein die Tatsache, dass dieser Altar in neuer Pracht jetzt wieder hersteht, ist ja auch schon so ein Zeichen der Hoffnung. Weil er zeigt, dass die einstige Feindschaft der Konfessionen überwunden ist. Dieses Retabel ist geschaffen von einem der Reformation zugeneigten Künstler des 16. und einem katholischen Künstler des 21. Jahrhunderts. Es ist initiiert durch ein evangelisches Domkapitel und es erfreut tagtäglich Besucherinnen und Besucher gleich welcher Weltanschauung. Vor ein paar Wochen ist es geweiht worden durch den katholischen Bischof Dr. Gerhard Feige und den evangelischen Bischof Friedrich Kramer, von beiden gemeinsam. Das wäre noch vor einiger Zeit undenkbar gewesen. Und doch ist genau das geschehen. Vielleicht ist Marias Lobgesang ja realistischer, als wir manchmal so denken.
Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wie wäre es, wenn Sie selbst einmal nach Naumburg kommen, um sich diesen Altar anzuschauen? Lassen Sie sich faszinieren von diesem wunderbaren Kunstwerk. Und vielleicht spüren Sie dann auch etwas von der Hoffnung, von der Maria singt. Mein Geist freut sich Gottes, meines Heilandes. Meine Seele erhebt voller Hoffnung den Herrn.